Warum darf ich nicht aufs Mechbeil zugreifen? Ah, jetzt. Ah, jetzt ist der repariert. Wahrscheinlich kommt die Dame mit auf die nächste Mission, wird meine erste Co-Pilotin. Commander, it turns out the bastards who attacked us and who have set up the blockade are a mercenary outfit by the name of Black Inferno. Unfortunately, that's about all we know at the moment. Spears and I will try to dig up more information if we can. The time will come when we can extract some proper vengeance, but right now we have more pressing concerns. Inferno forces are closing in on our location. That means we only have a small window in which to fulfill our obligations to the mining company and haul ass out of here. The company wants us to take down the raiders for good by destroying their base of operations. Once that's done, they'll arrange passage for us aboard the inbound jump ship. I've detailed the mission briefing and it's waiting for your sign-off. You're free to launch whenever you're ready, Commander. Roger that. Der Centurion, welches nun einsatzbereit. Hey Boss, gemäß dem, was Rihanna sagt, wird die nächste Mission ein bisschen schwieriger sein. Gut, dass ich den Centurion fit wie eine Geige und einsatzbereit gemacht habe. Er hat viel Folgekraft, besonders im Vergleich zum Javelin. Für den Fall, dass du aufrüsten möchtest, dachte ich, du solltest es wissen. Übrigens gern geschehen, ich bin gerne zu Diensten. Alles, was ich tun kann, um uns von diesem verdammten Eiswürfel zu befreien. Alter, weißt du, was ich meine? Alles klar, das war's, wir reden später. Sie waren aber nicht hinter Gold her, sondern Rhodium. Bin ich jetzt eh. Jetzt habe ich auch mehr Verhandlungspunkte. So, Centurion. AK-10, LSR und zwei mittlere Laser. Keine Piloten. Tja. Aber die hast du noch runtergeschossen. Und den Rest kannst du mir überlassen. Finde ich auch schön, dass der Marauder, ist glaube ich Marauder, ne? Heißt das Schiff an sich. Dieses Landeschiff. Ich bin nicht mehr 100% sicher. Dass du sehen kannst, dass der wegfliegt. Ah, Leopard heißt das Landungsschiff. Okay, es ist der Leopard.
acquired. Target destroyed. Eagle inbound, Commander. Keep an eye out above you. Wie soll ich denn die Panzer von hinten oder von der Seite angreifen, wenn die auf ganz großer Distanz zu mir stehen? Ah, da bist du. Boah, scheiße. Ich kassiere ganz schön von den Pennern. Target acquired. Target destroyed. Target destroyed. Target destroyed. Target acquired. Target destroyed. Stopp, stopp, stopp. Doch, rot ist die beste Farbe. Das heißt, dass mein Mech voller Liebe ist. There's the raid base. Eliminate all enemies and raise it to the ground, Commander. Copy that. All ground forces have been eliminated. Boah. Time to finish destroying that base, Commander. Target acquired. Komm, 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 komm. Target destroyed. Da ist noch was. Ah, Ziel auf die roten Sachen. Sie werden explodieren und freuen sich. Ich sehe die Überhitzung und ich höre auch, wenn Heat Critical erwähnt wird. Ich hoffe, ich krieg gleich nicht noch irgendeine Scheiße entgegengeschleudert.
mag dieses gefährliche Geräusch. Was mir sagt, hey, wird ein bisschen warm hier drin. Dein Stuhl brennt. Und jetzt kommt ein großer Kampfmech, der mich noch aufhalten wird. Hä? Target acquired. Ach, ich fand schon in vier Helis immer sehr lästig. Target acquired. Target destroyed. I'm picking up additional enemy units headed your way, Commander. Hey, Spider-Mech! Watch out. Looks like these raiders somehow got their hands on a Spider-Mech. It's fast, but lightly armored. Avoid letting it get behind you. Target. Copy that. Kümmern wir uns erstmal um die. Ich muss aber sagen, dass der, ach, da ist der Spider-Mech. Scheiße. Na komm! Verdammt, er dreht sich schneller als ich. Nimm das, du! Ah, Entschuldigung. Und raus hier. Was wollte ich sagen? Dass der Schwierigkeitsgrad jetzt nicht Pilli-Palli ist, ey. Okay, man kann wahrscheinlich ein bisschen taktischer vorgehen und nicht so offensiv sein wie ich gerade. Ich werde ja mit den Raketen relativ viele Einheiten töten können, bevor die mich überhaupt erreichen. Trotzdem finde ich die Mission bis jetzt gar nicht mal so ohne, ey. Mal sehen, wie das später ist, wenn du den Lens auch hast. Was soll das? Ich war gar nicht mit dem Javelin unten. Obwohl KS jetzt 2 Jahre, ne.
So, dieser Spider-Mech ist vielleicht klein, aber auch schnell. Hervorragende Arbeit da unten. Die Plündertruppe wurden restlos eliminiert. Und ihre Infrastruktur ist zerstört. Und das Allerbeste ist, dass mich Spears gerade kontaktiert hat. Die Bergbaugesellschaft konnte mit unseren Leistungen nicht zufriedener sein und hat den Transportvertrag auf dem ankommenden Sprungschiff vorangetrieben. Komm zurück zu mir, wenn du deinen Aktionsbericht erledigt hast. Mir scheint, wir werden gleich ein zweites Leben bekommen, Commander.